die soziale Spaltung stoppen und Armut bekämpfen. Das ist ein zentrales Anliegen des VdK. Für den Sozialverband heißt das auch, sich für die Benachteiligten der gegenwärtigen Arbeitsmarktpolitik einzusetzen. Eine zentrale Ursache der Armutsentwicklung ist die seit 30 Jahren andauernde Massenarbeitslosigkeit. Wir haben zwar eine rückläufige Arbeitslosigkeit, aber einen kräftigen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Vor diesem Hintergrund haben wir einen dringenden Bedarf, hier Korrekturen in unserer Gesellschaft anzubringen. Das von Bundesarbeitsministerin Nahles vorgelegte Konzept zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit greift entschieden zu kurz. Das Programm, was jetzt die Bundesregierung auf den Weg bringt, ist auch noch viel weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir die zusammen addieren, die mehr als 3 Jahre arbeitslos sind und mehrere Vermittlungshemmnisse haben, das sind das weit über 600.000 Menschen, übrigens mit mehr als 400.000 Kindern in den betroffenen Familien. Und diese Gruppe insgesamt ist natürlich viel, viel größer als das, was im Augenblick mit wenigen 10.000 von der Bundesregierung angestrebt wird. Also das ist, wenn überhaupt, ein Alibi. Der VdK fordert deshalb: Wir brauchen keine neuen Programme. Wir brauchen erst recht keine neuen Modelle. Es ist alles ausprobiert. Was wir brauchen, ist ein neues Denken und auch eine neue Ehrlichkeit. Wenn der Markt keine Arbeitsplätze anbietet, gibt es ein Sozialstaatsgebot unseres Grundgesetzes, und nach diesem Sozialstaatsgebot hat dann die öffentliche Hand Arbeit anzubieten. Das käme nicht nur Langzeitarbeitslosen zugute, auch die Gesellschaft würde davon profitieren. Denn an geeigneter Arbeit mangelt es nicht. Was fehlt, ist der rentierliche Markt. Schauen Sie sich unsere Infrastruktur an, in den Gemeinden, in den Dörfern, in den Städten, in den Gemeinschaftseinrichtungen, in den Schulen, in den Kindertagesstätten. Da ist unendlich viel unerledigte Arbeit, die man mit den Arbeitslosen sehr gut erledigen kann. Ein Besuch im Lebensmittelmarkt Auersmacher im Saarland zeigt, dass öffentlich geförderte Beschäftigung allen zugutekommt. Die neue Arbeit Saar beschäftigt und qualifiziert hier langzeitarbeitslose Frauen. Und die Menschen in Auersmacher, die haben endlich wieder ihren Dorfladen. Wir versuchen halt den Spagat zwischen Angebote für die Frauen, die hier in den Maßnahmen beschäftigt und qualifiziert werden, und gleichzeitig ein wohnortnahes Angebot an Versorgung mit Lebensmitteln zu schaffen. Und das schaffen wir hier auch durch den Laden, durch das, was wir hier anbieten, aber insbesondere auch durch die Bringdienste, durch die Unterstützung der Menschen, die hier als Kunden kommen, und durch die Möglichkeit, sich auch hier hinzusetzen und ein Gespräch zu führen, ein Kaffeekränzchen durchzuführen, eben auch soziale Kontakte zu haben. Hallo, wir sind schon gewartet. Ja, so, bitteschön. Dankeschön. Das ist aber nett. Und sonst geht's dann gut? Mir geht's gut. Und morgen sehen wir uns wieder zum Kaffee. Morgen sehen wir uns wieder zum Alles Kaffee. Alles klar, freuen wir uns. Für Rosemarie Kami hat sich viel verändert, seit sie wieder arbeitet. Oh, das ist ja schön, dass Sie noch was Süßes haben. Man ist offener, man hat Ziel. Man hat die Läden mit aufgebaut, man freut sich, wenn die Kundschaft sich freut, dass man kommt. Ja, ist halt eine ganz andere Lebenssituation. Man steht mal ins Ofen und weiß, warum man aufsteht. Nicht nur für die Kinder, sondern auch noch für sich selbst. Ich bin froh, dass ich jetzt nach der Bürgerarbeit noch mal in AKH gehen durfte, wo nicht jeder das Glück halt hat. Wir haben derzeit überwiegend die Arbeitsgelegenheiten, sogenannte 1-Euro-Jobs. Und von daher leben wir auch mit den Befristungen von 6 Monaten. Wir bräuchten eine politische Entscheidung für Langzeitmaßnahmen auch. Nicht um die Menschen in der Situation zu halten, sondern um tatsächlich auch was entwickeln zu können, Qualifizierung anbieten zu können und einen sukzessiven Zugang zu einem anderen Arbeitsmarkt zu schaffen oder auch einen Verbleib in einem öffentlich geförderten Arbeitsmarkt zu organisieren. Die zeitlich befristeten Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Förderprogramme sind für die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen kontraproduktiv. Sie sind für die Menschen demotivierend, weil immer absehbar ist, wenn sie anfangen zu arbeiten, wann wieder zu Ende ist. Und es ist auch für sie in der Regel zu 99% absehbar, dass sie keine Anschlussbeschäftigung finden. Also der sogenannte Klebeeffekt tritt überhaupt nicht ein. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Aufwendungen, die in der Zeit für die Menschen erbracht werden, durch Qualifizierung, Anleitung und Ähnlichem, verpufft wieder, wenn sie anschließend
anschließend wieder 2 Jahre arbeitslos sind. Das ist also rausgeworfenes Geld. Auf die Weise verschwenden wir sehr viel mehr öffentliche Mittel, als wir mehr aufwenden würden und müssten, wenn wir sie dauerhaft beschäftigen würden. Wir fordern sozialversicherungspflichtige, tariflich entlohnte Arbeit für Menschen, die wenigstens 3 Jahre und mehr ohne Arbeit sind. Wir fordern ihre begleitende Qualifizierung und wir fordern auf jeden Fall eine dauerhafte Beschäftigung, also keine neuen Maßnahmen, die befristet sind.